hallo, Joachim Jans, mein Name. Heute ist Kohlfahrt. Kohlfahrt, wer kennt ihn nicht? Das waren ja immer sehr suspekte Leute, die da immer so miteinander unterwegs sind. Man trifft sich bloß einmal im Jahr und wer weiß schon genau, was in dem einen oder anderen Charakter so vor sich geht. Ich erinnere mich da an letztes Mal. Also da war auf einmal jemand verschwunden und dann nochmal jemand. Und was soll ich sagen, es hat einfach keiner gemerkt. Das habe ich dann verarbeitet. Ich schreibe ja sowieso schon seit längerem Romane über hier über Gesellschaft, über Umwelt und solche Dinge und gerade über zwischenmenschliche Beziehungen. Und da kam mir eigentlich so der Gedanke, ich könnte auch mal eine Geschichte über so eine Kohlfahrt schreiben. Kohlkopf-Krimi. Kohlkopf-Krimi. Was steckt da nicht alles drin? Kohlköpfe, Kopfgeld, Krimi im kleinsten Maßstab. Sowieso ist es einfach eine besondere Herausforderung, so eine Kurzgeschichte zu schreiben. Eine Kurzgeschichte, in der alles steckt, was in einem großen Roman auch steckt. Bloß halt sehr dezimiert. Das ist wirklich eine Herausforderung. Ich hoffe, euch gefällt das, was ich geschrieben habe.